Das neue Wochenhoroskop steht wieder zur Verfügung für euch, meine lieben Zuschauer. Und diesmal vom 6.6. bis zum 12.6.2016. Und natürlich als erstes gleich der Spruch der Woche. Eine aufregende Woche steht nun wieder an und Jupiter hilft uns so gut, wie er nur kann. Die geschilderten Verbindungen zu unserer Sonne in den Zwillingen bleiben auch in der nun folgenden Woche noch bis Mittwoch in den Mittagsstunden genauso erhalten. Und es bleibt einfach alles so bestehen, wie ich das in der vergangenen Woche schon erläutert habe. Ab Mittwochnachmittag dann löst sich dieser unbehagliche Schwachpunkt für die gesamte Zwillingsenergie auf und Neptun, der wie ein Feuerlöscher die gesamten freundlichen Zwillingsimpulse abgelöscht hat, verlässt nun auch dieses große Spannungsfeld. Nun kann unsere Sonne und damit auch all diejenigen, welche zum Beispiel mit Zwillingsenergie leben, wieder frei atmen und sie nimmt auch die Spannung zu Jupiter, unserem Glücksplaneten, als Kraftimpuls auf. In einem meiner früheren Horoskope habe ich ja schon einmal erwähnt, dass es eben halt besser ist, eine Spannung zu Jupiter zu haben im persönlichen Horoskop, als gar keine Verbindung zum Glücksbringer. Das betrifft dann gleichzeitig auch unsere Liebesenergie, vertreten durch Venus, ebenfalls noch in enger Umarmung mit unserer Sonne in den Zwillingen. Alle Aspekte, die ich zur Sonne beschrieben habe, sind jetzt noch dazu ebenfalls auch das ganze Liebeswerben und Verhalten genauso in dieser Verbindung wie in der vergangenen Woche. Wer jetzt genauere Informationen dazu wieder erfahren möchte, zu seiner ganz persönlichen Situation, kann das natürlich wieder ganz einfach bei mir unter www.bärbel-reuth.com/kostenlose-beratung/. Jupiters Spannung zeugt aber auch wieder von Übereifer und Übertreibung. Aber es wird auch immer viel in Gang gesetzt mit so einer Jupiterspannung. Ich möchte auch hier mit einbinden, dass Jupiter, unser Glücklichmacher, sich direkt mit dem Mondknoten, der ja für schicksalhafte Verbindungen steht, vereint. Es können uns sehr wichtige Menschen begegnen und so eine Verbindung in der Jungfrau hat ja auch immer etwas mit dem Dienen, Helfen und Heilen zu tun. Man sollte nur noch nicht zu viel Erwartung hineininterpretieren, denn dazu steht nun auch wieder, wie in der letzten Woche schon angesprochen, unser Begrenzer und Hüter, der Rückläufige Saturn im Schützen in einer Spannung. Diese Spannung besteht sowohl zur Sonne, zu Jupiter, dem Glücksplaneten und auch zu Neptun, dem Verschleierer. Hiermit sind unsere Kräfte und alle Kraftakte verbunden, die auch wieder mächtig an die Substanz gehen können. Das Hauptproblem dabei ist die unterschwellige, resignierte Grundstimmung. Es ist auch ganz wichtig, wieder hier sehr auf seine Gesundheit acht zu geben. Es sind starke unterschwellige Ängste und Verlassenheitsgefühle mit im Spiel. Dadurch wird jede Aktivität zu einem anstrengenden und aufwendigen Unterfangen. Jupiter ist mit dabei, aber er spielt hier eher die Rolle eines Zweckoptimisten, der damit Hoffnung unter die Menschen versprühen will. Grundsätzlich ist das natürlich recht gut und nicht verkehrt, aber wenn es eben halt alles sehr anstrengend ist, kann man davon ausgehen, grundsätzlich geht es voran. Die größte Spannung speziell zur Sonne, die lösen sich aber ab Freitag, dem 10.6. dann schon stückweise auf und es wird auch hier wieder etwas leichter. Die schicksalhaften Begegnungen, wie schon erwähnt, werden dann aber auch erst etwas später wirklich zum Tragen kommen, wenn die größeren Schwierigkeiten überwunden sind, die mit den Spannungen zu tun haben. Man hat zum jetzigen Zeitpunkt eher so das Gefühl, dass solche Begegnungen irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort geschehen sind. Was zum Beispiel jetzt aber auch wieder sehr schön ist und sehr hilfreich wird, ist eine positive Verbindung zu unserem Revolutionär Uranus im Widder. Damit stehen plötzliche förderliche Veränderungen zur Verfügung, die auch gut genutzt werden können.
Wer hier natürlich wieder etwas erfahren möchte, ob seine persönlichen Energiefelder im eigenen Horoskop dazu eine Entsprechung aufweisen, kann man natürlich ganz einfach wieder bei mir eine Anfrage stellen unter www.werbel-reu.com/kostenlose-beratung/. Jo, unser Merkur, der Denker, Planer und Kommunikator, stellt in dieser Woche zwei kräftige Verbindungen her. Das ist einmal zu Jupiter, dem Glücksplaneten in der Jungfrau, mit einem sehr positiven Aspekt, der unsere Fähigkeiten zur Problemlösung schärft und uns sehr gute Ideen liefert zur Umsetzung in die Realität. Dieser Aspekt unterstützt auch wieder alle kommunikativen Aktivitäten, was zum Beispiel sehr hilfreich ist für alle Autoren, Blogger, Redner, alle Internetkommunikation und auch alle Medien. Gepusht wird diese positive Verbindung von Mars, unserem Energieplaneten im Skorpion, der in einer kreativen Spannung zum Merkur im Stier steht. Mars im Skorpion holt Energien aus den tiefsten Tiefen. Da aber auch unser Mars noch rückläufig ist, verursacht er auch immer wieder Blockierungen. Diese Energie kann ziemlich machtvoll und auch hasserfüllt daherkommen. Damit wird dann Merkur, der ja etwas im behäbigen Stier zur Zeit steht und der ja auch sehr besonnen und liebevoll ist, und er kann damit nicht wirklich umgehen. Es stehen handfeste Auseinandersetzungen, auch verbaler Natur, zur Verfügung, die hier auch wieder mit Geld und Besitz zu tun haben. Skorpion und Stier sind ja die Besitzzeichen schlechthin und die haben auch immer mit persönlichen und öffentlichen Geldmitteln zu tun. Hier wird jetzt nach Lösungen durch Jupiter gerungen. Bleibt uns natürlich zu wünschen, dass es brauchbare und für alle Beteiligten annehmbare Lösungen gibt. Ich möchte natürlich an dieser Stelle nun auch wieder mein Wochenhoroskop beenden und ich wünsche euch alles Liebe für die kommende Woche, geballte Kraft und vor allen Dingen gutes Durchhaltevermögen für all eure Vorhaben und bleibt gesund. Ihr könnt wie immer eure persönlichen Horoskope bei mir per E-Mail, per Telefon oder auf meiner Webseite direkt anfordern. Meine Kontaktdaten sind ganz leicht immer auf der linken Seite zu finden und wie immer freue ich mich über eure Feedbacks auf meiner Webseite oder auch in den sozialen Netzwerken. Seid ganz herzlich jetzt wieder von mir gegrüßt. Alles Liebe, bis zur kommenden Woche. Tschüss, macht's gut. Werbel Reu, eure Astrologin.